Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Bevor ihr euch wundert, ich komme direkt von der Arbeit und wollte gerne mein Impressionsvideo machen, bevor ich vom neuen Event, was jetzt um 19.30 Uhr, glaube ich, heute startet. Das heißt, wenn ihr das hier seht, könnt ihr mich live auf Twitch sehen. Wir werden uns das einmal angucken und dann wird es wieder zu Tarkov gehen, weil aktuell gibt es halt nicht vieles, was mich irgendwie daran zieht, MW2 zu starten, aber vieles, was mich daran zieht, Tarkov zu starten. Das heißt, wenn ihr da mal live zuschauen wollt, wir grinden richtig rein. Aber es geht jetzt um das COD-Event, denn MW3 wird jetzt offiziell, wenn man so sagen kann, vorgestellt. Und das ist ein passender Zeitpunkt, um ein bisschen über das zu informieren, was alles jetzt schon an News kam. Und da haben wir ein, zwei richtig interessante Sachen, aber ich möchte euch auch auf eine Sache hinweisen. So, wir machen das hier alles so ein bisschen live sozusagen. Und zwar, wenn ihr mal so bei Twitter bei Charlie Intel guckt, da sind die letzten Tage immer mehr Sachen dazugekommen, die im Prinzip, ja, wie soll ich sagen, neu sind, die neue Infos sind für das neue COD und. Und wenn man sich das Ganze mal anguckt, dann sieht man sowas wie Map Voting ist mit dabei. Und das Ganze hat den Ursprung in dessen, dass einige Creator eben so ein altes Handy bekommen haben. Und über dieses Handy haben die Infos bekommen und Aufträge von einer geheimen Stimme, also Activision Marketing. Und das ist ja auch so ein bisschen das Thumbnail des Videos heute. Das Marketing von Activision ist das zweitbeste der ganzen Welt. Egal wie viel von euch sagen, ich hasse dieses Game, ich hasse Activision, so wie ich. Man kauft sich's am Ende dann trotzdem, weil das Marketing greift und Activision ganz genau weiß, was sie da tun. Ziemlich geniales Marketing kann auch Holy und ziemlich lecker ist Holy obendrein. Es gibt die nagelneue Sorte Apple Alligator, Leute. Es ist süß, saurer, sommerlich fruchtiger Apfel. Unfassbar lecker, viele Sorten jetzt gerade wieder verfügbar und jetzt gerade so perfekt zur Sommerzeit, auch wenn es manchmal zwischendurch ein bisschen regnet. Dicke Empfehlung, mit dem Code Chappy könnt ihr euch wirklich komplett eindecken. Zuckerfrei, eine gesunde Alternative sind die Holies, wenn ihr vielleicht kein Koffein wollt, sondern den ganzen Tag einfach nur einen super guten Geschmack. Es gibt auf der ganzen Welt ein einziges Unternehmen, was besseres Marketing hat als Activision, und das ist Red Bull. Wenn man sich überlegt, wie Red Bull in allen Sportarten mittlerweile in Ski, Snowboard, Fußball, auf allen Kontinenten, Eishockey, Formel 1, es gibt so viele Randsportarten, die man bewusst gar nicht kennt, wo Red Bull mit bei ist. Die wissen auch, wie Marketing geht, und Activision auch. Und diese Nummer aber hat den Creatoren dann Aufgaben gegeben, die sie erfüllen mussten. Und man konnte als Zuschauer, oder ihr und mir, konnte an diese Nummer, die wurde ja dann veröffentlicht, Nachrichten schicken, und man hat dann Antworten bekommen. Und Charlie Intel hat dann so Nachrichten geschickt wie Map-Voting, bla bla bla, und dann gab es eben, wenn es so war, immer so ein Confirm-Zeichen von dieser Nummer. Das heißt, das sind die Änderungen, auf die wir uns in MW3 oder, wie ich es mit viel Liebe nenne, MW2.5 V2 Remastered, Reloaded, Erneuert und wieder reingeschissen, auch nennen können. Keiner von euch sollte sich groß davon überraschen lassen, von dem, was ich euch jetzt sage. In MW3 wird es von Start an nicht eine einzige neue Map geben. Alle Maps vom Start von MW3 werden Remastered-Karten sein. Und das hier ist eine gute Übersicht, auf was man sich da freuen kann. Und ich will ehrlich sein, Leute, am Ende des Tages sind mir Remastered-Karten 15 Stück lieber als 7 neue, wovon 6 scheiße sind. Trotzdem, lasst euch von diesem Marketing nicht verarschen. All das ist recycelter Content aus vergangenen Jahren, was in einem Vollpreistitel vereinbart wird. Das ist einmal so. Ob man es kauft oder nicht, jedem das seine. Ich würde es, und ich sage es so ehrlich, wie ich bin, wäre ich nicht Creator und würde eine Stange Geld damit verdienen können, würde ich COD seit bestimmt 3 oder 4 Jahren nicht mehr anfassen, weil ich mich davon sehr, sehr, sehr weit verabschiedet habe. Activision behauptet in einem so einem kleinen Report auch, dass das Ganze schon ewig geplant war, dass Sledgehammer schon ewig MW3 machen sollte. Kann man alles vergeben, was man möchte. Worauf ich eure Aufmerksamkeit unbedingt ziehen möchte, und das ist einiges: Modern Warfare Zombies wird kommen, unter der Schirmherrschaft von Treyarch wieder, was eigentlich was Neues ist. Das neue Westen-, Gear- und Perk-System. Neu im Sinne von, wir kennen das alles schon, es wird aber anders genannt, es ist aber nicht wie in MW2.
Es gibt Aftermarket-Parts für die Waffen. Es gibt neues Movement. Ihr könnt, also besseres Movement. Es wird Map-Voting geben. Es wird SBMM geben. Es wird auf der Minimap rote Punkte angezeigt, wenn ihr ohne einen Schalldämpfer schießt. Das ist eine absolute Neuheit. Das haben wir natürlich noch nie so erlebt. All diese Sachen, wenn ihr mal so überlegt, sind Sachen, die wir 15 Jahre in Call of Duty hatten und die Infinity Ward mit 2019 MW19 und 2022 MW2 entfernt hat, weil in den Köpfen von Joe Secord und den Lead-Designern bei Infinity Ward das die Art ist, wie ein Call of Duty zu machen ist, weil die ganzen Sentinels, die nicht gerade ausrennen können, beschützt werden sollen. Letzten Endes, die Verkaufszahlen haben ihnen recht gegeben, die Spielerzahlen aber nicht. Spielerzahlen sind im letzten Quartal, im Gegensatz zum Quartal vor einem Jahr, um 9 Millionen Spieler auf Mobile und PC insgesamt immer nur die Zahlen gesunken. Der PC-Anteil ist da der gigantische. Mobile hat, wenn man sich die Jahre anguckt, einen krassen Zuwachs und Multiplayer, Steam, Battle.net, Konsolen hatten Rückgang. Trotzdem haben sie mehr Geld verdient als vorher, weil die Leute, die da geblieben sind, einfach mehr Geld ausgegeben haben. Und dazu gibt es diese paar Infos, deswegen ich werde auch Charlie Intel für euch den Link direkt ins YouTube-Video oben mit reinhauen, könnt ihr euch gerne angucken, also für jeden ist irgendwie was dabei. Es werden neue Missionen in der Kampagne sein, die Kampagne wird im Ende von MW2 sozusagen anschließen. Man kann in MW3 ab der ersten Sekunde mit Waffen aus MW2 und den Waffen leveln und aufsetzen aus MW2 spielen, das heißt wir werden auch einen neuen Waffenpot bekommen. Also neue Waffen extra nur aus MW3, die dazukommen. Wir werden all die Remastered Maps bekommen, die laut Gerüchten ja schon dieses Jahr in MW2 reinfließen sollten. All diese Sachen haben sie rausgenommen, haben es nicht als 30€ DLC-Pack verpackt, sondern mit all dem Marketing, was sie haben, was, wie gesagt, funktioniert, in ein großes Paket getan und gesagt, guckt mal Leute, das ist neuer Content, wollt ihr nicht 70€ dafür zahlen? Und letzten Endes ist es so, dass all diese Sachen, die jetzt neu in das Game wieder reinkommen, Dinge sind, die wir seit 15 Jahren eigentlich schon hatten und jetzt plötzlich wird das als Feature ausgegeben. Es wird als Feature ausgegeben, dass man Map-Voting hat und es wird als Feature ausgegeben, dass ich, wenn ich ohne Schalldämpfer schieße, tatsächlich auf der Minimap angezeigt werde. Und eine der neuesten Sachen heute ist, und ich glaube, das war ganz oben, wenn ich mich nicht irre, sie haben angekündigt, dass zum Beispiel Geist, also Totenschild ist ein Perk und Geist ist auch ein Perk, Geist ist nur aktiviert im Multiplayer, wenn ihr euch im Sprint bewegt. Das heißt, wenn ihr geht, sitzt, campt, schlaft oder sonst was, werdet ihr, wenn eine Drohne aktiv ist, auf der Minimap angezeigt und wenn ihr mit einer Waffe schießt, werdet ihr sowieso angezeigt, ohne Schalldämpfer. Das heißt, all diese Dinge, die ich gut finde, die ein COD eine Basis geben, auf der ich sagen kann, unter Umständen, man muss es sehen, wie es ist, damit könnte ich leben, sind Dinge, die mich natürlich freuen und da bin ich so ehrlich, wie ich sein kann, aber Dinge, die ohne Grund, ohne dass einer danach gefragt hat, dieses Jahr und im Jahr 2019 entfernt worden sind. Das heißt, es wird schon wieder Marketing betrieben mit Dingen, die wir eigentlich ja schon lange hatten und die einfach weggenommen worden sind. Und das hier ist dann von dieser geheimen Nummer eben auch die Bestätigung für die Karten, die wir vom Start an erwarten dürfen. Und das ist dann High-Rise, Subbase, Estate, Terminal, Wasteland, Afghan, Rust, Underpass, Invasion, Karachi, Carry, Skydrow, Scrapyard, Rundown, Favela und Derail. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, so Karten wie Terminal oder High-Rise oder Rust oder Afghan, Underpass ist auch gut, Scrapyard ist gut, Favela ist mega, mega Kampagnenmission da gewesen. Das sind Karten, Leute, da freue ich mich, dass ich die nochmal spielen kann in einem modernen COD. Trotzdem möchte ich vorsichtig darauf hinweisen, Marketing Activision funktioniert jedes Jahr. Jedes Jahr vor den Betas, vor dem Release wird uns ein Haufen Honig um den Mund geschmiert. Uns wird alles erzählt, was man sich ausdenken kann. Selbst die Beta von MW3 und MW3, selbst die Beta war Dogshit. Die Beta hatte besseres Movement, bessere Einzelheiten als das Game, was 3 Wochen später rauskam. Und ähnlich so sieht es jetzt auch wieder aus. Das heißt, ich bin sehr gespannt. Es ist jetzt 19:30 Uhr Event. Ich hoffe, ihr schaut zumindest einmal rein. Selbst wenn ihr
gar nicht mehr irgendwie mit der Franchise zu tun habt, so dass ihr zumindest einen ersten Eindruck bekommen habt, was ihr nicht verpasst oder vielleicht auch, was wir verpassen. Das weiß ich noch nicht. Ich bin gespannt. Ich bin auch sehr interessiert daran, weil ich halt wirklich gar keine Erwartung habe und letzten Endes kann man dann auch gar nicht enttäuscht werden. Wenn es doch gut wird, auch gut.